Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem Grüne Woche TV Berlin Spezial hier aus der Halle 3.2. Artgerechte Tierhaltung und regionale Produkte stehen heute im Mittelpunkt unserer Sendung. Das Wissen um das, was man kauft und was man isst, rückt für die Verbraucher immer mehr in den Fokus und dafür ist auch der ein oder andere bereit, tiefer ins Portemonnaie zu greifen. Küche vom Feinsten haben wir natürlich auch wieder auf der Agenda, liebe Zuschauer. Und dazu gebe ich jetzt an den Festivalleiter von Eat Berlin, Bernhard Moser. Ja, vielen Dank. Auch mein Koch ist heute ein absolut regionales Produkt. Marco Guido aus dem Spreewald. Sagt man bei euch eigentlich noch Marco oder schon Marco? Marco. Marco, okay, wir wunderbar. Sind schon noch in Brandenburg. Marco habe ich entdeckt in der neuen Ausgabe des Gomio, des Feinschmecker-Magazins. Ein Restaurantführer, der einmal im Jahr entsteht. Der hat dich vom Fleck weg gleich mit 15 Punkten bewertet, also mit 2 von 4 Hauben. Sensationell. Also ich gratuliere dir dazu. Du hast dich ja gerade erst mal selbstständig gemacht, oder? Ja, danke. Wir sind jetzt knapp ein Jahr am Start und dafür ist es wirklich sehr gut gestartet, ja. Ja, sensationell. Er ist total bescheiden, aber mit 15 Punkten starten tatsächlich nicht so wahnsinnig viele. Dein Restaurant hast du jetzt völlig, es hieß früher Hofcafé. Du hast es jetzt völlig umgeändert, umgebaut. Ja, wir haben jetzt angebaut, es umgebaut, gemütlicher gemacht, wo ich sagen kann, das ist ein Restaurant, was mir gefällt, wo ich meine Küche präsentieren kann und wo die Leute einfach gemütlich sitzen können in Spreewald-Atmosphäre und sich wohlfühlen. Ich freue mich total, dass du da bist. Was kochst du heute für uns? Ja, wir kochen heute mal vegetarisch. Spreewald wird halt im Winter ziemlich viel vegetarisch gegessen, weil das Gemüse, was man einlagern kann, dann genutzt wird. Und ich finde, vegetarisch ist immer mehr am Kommen und kann eine schöne Alternative sein, gerade wenn man ein Menü isst. Ist ein vegetarischer Gang dazwischen halt immer was Tolles. Und das, was jetzt, wir heute, spann uns nicht so auf die Folter. Jetzt, ja, was gibt's? Das, was wir heute kochen, ist Pastinake. Das ist ein wunderbares Wintergemüse, ein süßliches Gemüse. Und wir lehnen das so ein bisschen an das Gericht der Königsberger Klopse. Wir servieren das mit Kapernsoße. Anstelle des Klopses gibt es ein pochiertes Ei, abgerundet mit Petersilie, die wir zu einem schnellen, ich will nicht sagen Pesto, aber mit Öl, bisschen Nüsse, Knoblauch vermengen. Und wo der Geschmack der Petersilie schön kräftig herauskommt. Da haben wir ein vegetarisches Gericht, was kräftig ist, aber auch feinen Geschmack. Ja, großartig. Pastinake ist ja ein absolutes Wintergemüse, neben der Petersilienwurzel, neben der Kartoffel sozusagen. Insofern ist es nur konsequent, dass wenn wir regional bleiben, dass wir auch saisonal kochen. Und wenn es dann zu Wiederholungen kommt, dann ist das eben im Winter so. Dann, ja. Ich freue mich sehr auf dein Gericht. Wir legen dann jetzt mal los und gucken, dass wir rechtzeitig was zum Essen bekommen. Ja, vielen Dank, Bernhard. Bei mir, liebe Zuschauer, ist jetzt Johannes Röhring, der Vorsitzende des Fachausschusses Schweinefleisch des Deutschen Bauernverbandes. Ein langer Titel. Ich hoffe, ich habe ihn richtig gesagt, Herr Röhring. Kommen wir zuerst mal zur Linie W. Die wurde ins Leben gerufen von der Fördergemeinschaft Nachhaltige Landwirtschaft und soll Transparenz zeigen. Also Transparenz für die Stationen von der Züchtung bis hin zur Fleischverarbeitung. Warum ist der Dialog mit den Verbrauchern, was Transparenz angeht, so wichtig geworden? Ich glaube, das ist sehr wichtig geworden, weil sich das schon verändert hat über die Generationen. Früher hatte man noch mehr Kontakte zu einem Bauernhof. Das hat sich in unserer Gesellschaft verändert. Viele wissen nicht mehr, wo unsere Lebensmittel herkommen. Und deswegen bietet die FNL hier an dieser Stelle eine gute Möglichkeit, auch für Verbraucher aus der Großstadt und anderswoher sich zu informieren, wie es ist. Es soll aber auch ganz klar eine Transparenz, die Bereitschaft zum Zeigen, am Ende die Aussage, wir Bauern haben nichts zu verbieten. Schauen Sie sich es an. Im Übrigen nicht nur hier, sondern es gibt viele Bauernhöfe, die das im Jahr durch überall in Deutschland machen. Beim Thema Transparenz sind wir natürlich auch sofort beim Thema Tierwohl. Auch das interessiert die Verbraucher immer mehr, wie die Tiere gehalten werden, wie sie groß werden, bevor sie dann letztlich auf unserem Teller landen, um es mal so ganz krass zu sagen. Es gibt die Initiative Tierwohl, an der sind Sie auch maßgeblich beteiligt. Da wird momentan verhandelt. Das heißt, die Protagonisten sind Fleischwirtschaft und Lebensmitteleinzelhandel. Und zwar über die Frage, inwieweit der Verbraucher bereit ist, auch höhere Preise zu zahlen für Fleisch von Tieren, die anders gehalten werden als zurzeit. Wo sind denn da Ihre Hauptproblemfelder bei diesen Verhandlungen? Also bei den Protagonisten gehört dann natürlich der Bauer auch dazu, weil der ist es, er, seine Familie, sein Mitarbeiter,
seine Mitarbeiterinnen, die sich tagtäglich um die Tiere kümmern. Deswegen geht so ein Ansatz nicht ohne Bauern, weil sonst kann man das nicht glaubwürdig transportieren. Ja, wir haben in den letzten Jahren viel erlebt mit Labels, Marken, Siegeln. Verbraucher ist durchaus ein wenig verwirrt. Und wenn wir so die Durchdringung sehen, sind das alles schöne und tolle Programme. Das soll auch alles weiter bestehen. Nur wir haben uns als Gesamtbranche gesagt, das reicht uns nicht, weil die Marktdurchdringung sehr klein war. Und deswegen haben wir jetzt mit dieser Initiative einen völlig anderen Ansatz gewählt, in ganzer Breite als Initiative der Branche Anreize zu finden, um den Landwirt in die Lage zu versetzen, zu investieren, um am Ende, was uns alle eint, dem Tier etwas Gutes zu tun auf, und das sage ich mit ganz starkem Selbstbewusstsein, auf einem Niveau, was schon sehr hoch ist im europäischen Vergleich, aber dann noch obendrauf. Wie soll das konkrete Ziel aussehen? Also um wie viele Mengen Fleisch handelt es sich, die nach den Verhandlungen letztlich rauskommen sollen, die dann in die Supermärkte kommen, quasi, ich weiß nicht, ein Siegel wollen Sie wahrscheinlich nicht, ein weiteres, aber irgendwie eine Kennzeichnung, dass es sich hier um anderes Fleisch handelt als bislang, oder? Also es soll keine gesonderte Auslobung geben, sondern das ist eine Initiative, die sich auf den Weg macht hin zu der ganzen Abdeckung der Kette. Okay. Weil wir können keinem erklären, einem Tier geht es wohl und dem anderen noch wohler. Deswegen ist mein Ansatz zu sagen, wir müssen das in voller Breite machen. Das kann man aber nicht von heute auf morgen. Man kann den Schalter nicht umlegen. Man muss die gesamte Landwirtschaft, die Bauern, die Tierhalter mitnehmen. Man muss den Lebensmitteleinzelhandel mitnehmen. Alle viele, viele Menschen, wir sprechen weit über 1 Million Beschäftigte in Deutschland, die sich mit diesen Themen befassen, auch ihren Arbeitsplatz daran hängen haben. Auch viele kleine Einzelhändler in Deutschland, die sich mit diesem Thema Verkauf von Lebensmittelfleisch beschäftigen. Die müssen wir am Ende alle überzeugen mitnehmen. Das ist ein langer Weg, aber ich gehe ihn gerne, weil ich weiß, warum ich es mache. Vielleicht können Sie auch noch mal detaillierter schildern, was das heißt, dann mehr Tierschutz bei den Bauern. Also heißt das größere Ställe oder weniger Medikamente und Antibiotika, ja auch immer ein Thema. Genau, alle diese Themen. Also wir wollen gesunde Tiere, um gesunde Lebensmittel am Ende verkaufen zu können. Und da gehört die ganze Palette dazu. Da gehört natürlich, werden natürlich Freiheiten fürs Tier, mehr Licht, mehr Luft, mehr Platz. Aber es ist auch ganz wichtig, sich genau anzuschauen, was ist denn im Stall. Das heißt, wir haben viele moderne Möglichkeiten, auch nachzuschauen, auch über den Schlachtprozess, was war mit dem Tier. Und das Gute an dieser Initiative ist, es zieht automatisch Beratung Richtung Landwirt nach sich, wenn man zum Beispiel feststellt, dass verwurmte Lebern da sind, das deutet auf Hygiene hin, dann muss man ganz schnell zurück, das abstellen, um dem Tier etwas Gutes zu tun. Also ein sehr, sehr umfangreiches System, wo Landwirte wirklich bereit sind, neue Wege zu gehen. Gut, wenn diese Initiative greift, muss ich aber als Verbraucher auch damit rechnen, dass Fleisch teurer wird. Ja, es muss natürlich teurer werden, aber ich kann alle beruhigen, es wird ein relativ kleiner Betrag sein. Denn man kann wirklich mit kleinen Hebeln relativ viel bewegen und das ist der Ansatz, in die Breite zu gehen, nicht irgendein, ich sag mal, Elite-Siegel zu machen, das sich am Ende nur wenige leisten können. Wir wollen das wirklich, dass es auch für alle Verbraucher, also es soll nicht so sein, dass ich nur besser verdienende noch Fleisch leisten können, in keinster Weise, sondern in die Breite hinein. Herr Röhring, ganz kurz zum Schluss mit der Bitte einer kurzen Antwort, auch weil unsere Zeit leider schon vorbei ist. Ist die Initiative auch dazu da, um der Politik vorwegzugreifen, doch auf die Idee zu kommen, gesetzliche Regeln zu schaffen, was Tierhaltung angeht oder noch mehr gesetzliche Regelungen? Politik ist immer zu langsam. Wenn die Wirtschaft es schafft, gerade was den Kundenwunsch anbelangt, hier in diesem Fall mehr Tierwohl und zu sagen, möchten wir auch honorieren, dann sind wir als Branche, als Wirtschaft viel flexibler, viel schneller, als das je irgendein Ordnungsrecht regeln kann. Und deswegen setzen wir auf die Initiative der ganzen Kette. Und ich bin sehr froh, dass nicht nur die Bauern mitmachen, auch die Verarbeiter und vor allen Dingen der deutsche Lebensmittelhandel in Gänze, alle großen Namen, die Sie kennen, die wir hier nicht nennen möchten, sind dabei. Und das ist, denke ich, ein Riesenfortschritt.
Herr Röhring, ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei den Verhandlungen. Ich denke, so in 3-4 Monaten werden wir mehr wissen. Und vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und liebe Zuschauer, bei uns geht es jetzt weiter mit meinem Kollegen Harry Perlinger, der sich hier in der Halle 3.2 weiter umgesehen hat. Ja, liebe Zuschauer, wir sind für Sie unterwegs in der Halle des Erlebnisbauernhofes. Neben mir steht Günther Tissen von der Wirtschaftlichen Vereinigung des Zuckers, richtig ausgesprochen? Ja, Wirtschaftliche Vereinigung Zucker. Wir sind ein Zusammenschluss der Zuckerindustrie und der Dachverbände der Rübenanbauer und des Zuckerhandels. Und Nun rieche ich hier schon lecker. Ich glaube, Marmelade machen Sie hier, oder? Wir machen Konfitüre. Und zwar Erdbeeren und Banane und ich habe Gelierzucker 2:1. Deshalb spreche ich auch hier jetzt von einem Fruchtaufstrich. Wenn ich entsprechend Zucker nehmen würde, Gelierzucker 1:1, wäre das eine Konfitüre. Ich sehe schon, die Ersten schauen schon rüber hier. Gibt es den denn umsonst? Kann man den mitnehmen, was Sie hier quasi anrühren? Also wir haben hier zwei Arten, wie die Besucher kosten können. Zum einen kriegen sie ein kleines Gläschen mit für das Frühstück am Wochenende. Und dann kriegen Sie gleich ein Brot, wo Sie die fertige Konfitüre oder den Fruchtaufstrich probieren können. Perfekt, also kommen Sie mal vorbei hier am Stand des deutschen Zuckers sozusagen. Jetzt ist, nun sagt man ja mal, Zucker macht dick, macht die Zähne schlecht, Leute nehmen weniger Zucker. Warum sagen Sie, nee, ist gar nicht so? Ja, das sind Vorurteile, die landläufig gegen Zucker existieren. Also zum Beispiel ist es so, dass der Zucker für die Zähne auch eigentlich gar nicht schädlich ist. Man muss natürlich schon die richtige Zahnhygiene pflegen. Und man kann das sehr gut beobachten, dass der Absatz von Zucker im Grunde in den letzten 40 Jahren gleich geblieben ist. Aber dadurch, dass die Leute jetzt eine bessere Mundhygiene und Zahnhygiene pflegen, sinkt der Kariesanteil in der Bevölkerung. Also das hat überhaupt nichts mit dem Zucker zu tun. Welche Rolle spielt denn eigentlich die Zuckerindustrie innerhalb Deutschlands? Wie bauen Sie eigentlich Zucker an? Also es gibt 20 Zuckerfabriken in Deutschland, in den verschiedensten Regionen, Nord, Süd, West, Ost. Und insgesamt produzieren 30.000 Rübenanbauer Rüben für diese Zuckerfabriken. Und dann wird das im Herbst, werden die ersten Rüben dann geerntet. Und diese Rüben, die Sie hier auch bei uns am Stand mal anfassen können, die werden dann zur Zuckerfabrik gebracht. Und in diesen Zuckerfabriken wird im Grunde nur der Zucker aus diesen Rüben dann eigentlich rausgefiltert. Das eigentliche Kraftwerk steht auf dem Acker. Das heißt, man kann sich quasi hier am Stand nicht nur lecker mit Konfitüre versorgen lassen, sondern auch perfekt über den Anbau von Zucker und wie er eigentlich entsteht, hier informieren. Also Sie erfahren bei uns am Stand alles über die Zuckerrübe und den Zucker. Das fängt an von der Saat, das können Sie im Hintergrund sehen mit dieser großen Maschine, wie die Rübe gesät wird, wie sie dann wächst, wie sie zur Zuckerfabrik kommt, was in der Zuckerfabrik dann gemacht wird, dass man den Zucker rausholt und dann weiter bis zu diesen weißen Kristallen, die wir dann bei uns auch in den Kaffee tun. In den Kaffee oder halt in diese leckere Konfitüre, die dann irgendwann mal entsteht. Vielen Dank, Herr Tissen. Und natürlich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, kommen Sie hier vorbei in die Erlebnisbauernhofhalle. Und haben wir heute gelernt, hier kann man leckere Konfitüre sich verköstigen lassen sozusagen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Harry. Regionale Produkte sind voll im Trend, liebe Zuschauer. Das merken wir ja auch täglich bei unseren Spitzenköchen. Kaisers setzt seit 2007 in Berlin und Brandenburg auf die Produkte von nebenan. Mehr dazu erfahren Sie gleich, also bleiben Sie bei uns.